At Homes, Freunde, 2023 hat begonnen. Wir sind mittlerweile 5. Januar und haben euch ein Haus präsentiert, der sich im Konakle befindet. Und Konakle hat natürlich auch ein Strandabteil. Und jetzt sind wir am Strand, haben die Mühe gemacht, hierher zu kommen, damit ihr seht, dass ihr hier nächsten Sommer, also in 4 Monaten oder 3 Monaten oder heute schon, hier liegen könnt und das Wetter genießen könnt. Also, das Haus besitzt Aufenthaltstitelmöglichkeit, ein separates Haus, eigentlich alles drin und unter 200.000 Euro. Wenn man mich fragen würde, Ercan, du hast 200-300 Immobilien gesehen, würdest du das empfehlen? Auf jeden Fall, wenn man die Ruhe sucht und kein bürokratische Probleme haben möchte. Da kann man zum Amt gehen und seinen Aufenthaltstitel nehmen und einfach hier glücklich leben. Genügend Stellplätze sind da, Spielplatz zum Gassi gehen ist da, Outdoor-Gym ist da, also alles ist da. Noch ein Anliegen bitte, mache ich ganz kurz. Ich glaube, der verstehen möchte, versteht's. Bitte, auch wenn wir uns in der Türkei befinden, nicht durch Rot fahren im Verkehr. Das kann schlimme Folgen haben, was ich letzten Tage beobachtet habe, dass manche Auswanderer das gemacht haben und böse Unfälle verursacht haben. Bitte, bitte, die Regel, was Leben schützt, was eure Gesundheit schützt, gelten auch hier. At Homes, Freunde, willkommen wieder auf unserem Kanal. Wir haben 2023 schon angefangen, deshalb wünsche ich allen unseren Kunden ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gesund und glücklich bleibt und seid. Mit den besten Wünschen starten wir. Wir haben schon ersten Erfolg gehabt. Innerhalb Januar 2023 haben wir schon eine Immobilie verkauft. Das zeigt uns, dass die Menschen uns vertrauen und unsere Immobilien, was wir inserieren, keine Spekulationsimmobilien sind, sondern tatsächlichen Wert haben. Es ist viel passiert in Alanya, es wird viel passieren in Alanya, aber das erklären wir dann im Laufe des Jahres nacheinander, was wie ist. Auch wenn wir keine Ahnung haben, halten wir uns davon fern, irgendwelche Fehlinformationen zu geben. Wir befinden uns gerade in Konakle. In Konakle ist Ikamet möglich, das heißt Aufenthaltstitel ist hier gar kein Problem, ob ihr für 50.000 was kauft oder 500.000 Euro was kauft. Wir haben hier ein Haus, wo wir ein Update machen. Das Haus hat 4+1, ist in einer Siedlung mit Gemeinschaftspool, Parkanlage. Jenny hat bestimmt die Obstbäume und so weiter gezeigt. Neben uns ist auch eine Parkanlage, wenn man einen Hund hat, dass man da spazieren gehen kann. Ganz wichtig hier ist, für ältere Menschen total geeignet, weil man hier keine Auffahrt hat, wo man mit Auto Angst hat, hochzufahren und so weiter. Also es ist eine Oase, würde ich sagen. Rundrum, Jenny, zeig mal bitte. Also ihr seht wunderschöne Villen. Vor euch sind auch Hotels. Also wir befinden uns in einem Urlaubsort und Urlaubsort werden Hotels niemals verschwinden, die werden existieren. Ansonsten in dieser City sind die Häuser alle Doppelhaushälften, Jenny. Das Haus, wo wir uns befinden, ist das einzige Haus, wo ein alleinstehendes Haus. Also alle 4 Seiten sind offen und sogar auf der anderen Seite, wo diese Bäume sind, ist die Parkanlage. Okay, wir haben hier Morgensonne, wenn man hier jetzt Kaffee trinken will und frühstücken möchte. Heute haben wir 5. Januar, könnte man hier machen und die Terrasse ist nicht klein. Wir haben ja hier eigentlich mit der Sonne kein Problem, sondern mit dem Schattenplatz. Und hier hat man nochmal einen Schattenplatz, obersten Terrasse gemacht. Hier könnte man grillen. Ich persönlich meine, es gibt in Alanya, Raum Alanya, kein günstigeres Haus als das, Freunde. Wer sagt, Ercan, ich bin große Familie verbunden, das heißt, wir sind 5, 6 Personen, wir brauchen mehrere Schlafzimmer, aber ich kann noch ein bisschen reinstecken, um das Haus zu verschönern.
dass das im City ist, ist auch gut, kann ich allein lassen, weil das 24 Stunden bewacht wird und so weiter. Also macht schon Sinn. Gehen wir rein. Hier hat man die Waschmaschine reingestellt. Also wenn ich das Haus kaufen würde, Jenny, ich würde vieles rausschmeißen und Haus nach meinen Wünschen nochmal einrichten. Aber was positiv ist, und das sage ich mit ruhigem Gewissen, ihr seht die Wände und so weiter, obwohl jetzt letzte Zeit viel geregnet hat und das Haus nicht bewohnt war, nirgends ein Schandfleck, wo man bauliche Mängel bezeichnen würde. Hier im oberen Bereich hat man ein kleines Schlafzimmer. Vielleicht habt ihr ja ein Kind, der sich eben mit der Terrasse verbinden kann und oberen Zimmer schlafen möchte. In jedem Schlafzimmer ist auch eine Klimaanlage drin und die sind nicht so alt. Also das heißt, auch daher könnt ihr euch retten. Die, wenn euch nicht gefällt, sind gelblich geworden. Die würde ich raushauen. Jenny, komm raus. Ansonsten würde ich hier da und dort, man ist hier Zeitmillionär, man könnte bisschen streichen, bisschen Silikon ziehen, wobei die Wände, das Haus, komplett neu gestrichen worden ist. Die Treppen sind Marmor, helle Marmor und die Böden sind bisschen dunklere Marmor, was mir gefällt. Ich habe ja darüber ein paar Mal geredet, Jenny. Dann sind wir im unteren Bereich, Freunde. Und unteren Bereich haben wir wieder ein Schlafzimmer, komplett ausreichend für das Schlafzimmer. Und hier haben wir noch mal einen Balkon. Jenny, komm mal bitte raus. Größer als französischer Balkon, also man könnte die Scheiben von außen putzen und hier noch zwei kleine Stühle und einen Tisch hinstellen, wenn man hier seinen Kaffee zu sich nehmen möchte. Aber wenn man große Familie hat, braucht man manchmal Zeit voneinander und dafür ist hier genug Platz, würde ich sagen. Die Fenster sind übrigens PVC-Fenster. Dann haben wir mittleren Stockwerk ein Badezimmer, größeren Art mit einer Badewanne. Fenster ist vorhanden, diese Vorhanghalter sofort raus. Doppelwaschbecken, daran würde ich erstmal nichts ändern, weil das eben richtige schöne Marmor ist, wenn man will, unten eben die Schränke oder Regale reinmachen. Ja? Dann haben wir drittes Schlafzimmer hier, ist bisschen größer, ist wieder Klimaanlage drin, Boden gleich Marmor, also auch hier müsste man vielleicht da und dort ein bisschen streichen, aber ansonsten ist auch hier dich Licht durchflutet und schön gestaltet. Das ist für mich größtes Schlafzimmer. Ich denke, dass das ganze 18 Quadratmeter hat und endlich mal eine große Fensterfront. In die Natur nochmal, da hinten habe ich euch gesagt, sind Fitnessgeräte, Open Air Fitnessgeräte, da könnte man trainieren. Rechts ist ein Sportplatz, also drumherum, Freunde, ist hier zu Ende gestaltet. Euch kann nicht ein Baukran negativ überraschen, weil die da und dort was bauen wollen. Das ist für mich das positivste Aspekt. Auch hier haben wir einen Balkon, Jenny. Siehst du? Okay, es ist zu. Aber ansonsten Rollläden mechanisch. Bis jetzt vier Schlafzimmer angeschaut und drei Schlafzimmer davon hatten einen Balkon. Wir gehen noch einen Stock tiefer. Jenny wollte unbedingt von oben anfangen. Manchmal muss man das machen, was sie sagt, sonst gibt es Action. Happy wife, happy life. Ja, wir sind unteren Bereich, Eingangstür. Hat man gewechselt, schöne Stahltür. Hier könnte man Garderobe machen. Ich gebe schon Ideen. Und hier haben wir natürlich ein Badezimmer, wo ein kleines Duscheck gemacht worden ist. Hier müsste man eine Kabine machen, die Tür vielleicht nach außen öffnen können. Dann hätte man hier ein komplettes Badezimmer, wobei, ja, ist wichtig, wenn man vom Pool kommt, vielleicht will man sich nochmal hier abduschen, wobei
Außendusche auch vorhanden ist, könnte man nur WC machen, dann hat man mehr Platz. Aber wenn man Dusche reinmacht, ist auch möglich. Dann würde ich halt die Tür nach außen machen lassen oder eine Schiebetür, auch möglich. Und dann, Freunde, Schmuckstück des Hauses ist auf jeden Fall dieser Kamin und dieser offene Wohnraum mit einer amerikanischen Küche. Die Tür hier macht wenig Sinn. Die könnte man entweder zumachen, dass man mit den Schränken hierher kommen kann. Dann hat man noch größere Küchenzeile. Ansonsten, die Geräte sind vorhanden. Bosch, Spülmaschine sehe ich, Gasherd, Ofen, Kühlschrank. Ansonsten könnte man, wenn man sagt, Erçan, ich möchte keinen Cent mehr reinstecken und ich möchte so wohnen, das macht mir nichts aus, ich wechsle die Bettwäsche und dann ziehe ich ein, kaufe ein paar Handtücher. Dafür ist das Haus geeignet, Freunde. Dann haben wir natürlich unteren Bereich, oh, es ist gleich warm, unteren Bereich nochmal ein Balkon, überdacht, Schatten wäre im Sommer hier da. Und hier, Jenny, die Seite des Gartens ist Sondernutzungsrecht. Natürlich kann man da einiges machen, aber weil hier ein Sitte ist, hat jeder Mitspracherecht, aber keinen Anspruch. Wie ihr seht, der Nachbar hat sein Holster drunter gestellt, weil er auch wie hier einen Kamin hat. Außen Rohrläden sind da, Jenny. Die Kästen sind angebaut. Was ich Zustand des Haus sagen könnte, Boden, Decken, Wände total sauber, Klimaanlagen vorhanden. Also wenn ich wenig Geld hätte und ich hätte die Schnauze voll, da wo ich bin und will nicht, was weiß ich, wie viel 1000 Euro da investieren, dann würde ich auf jeden Fall das Haus kaufen. Das Haus, so wie hier gesehen worden ist, würde 190.000 Euro kosten. Wir würden mit euch alles durchgehen. Alles heißt wirklich A bis Z, ob jetzt Ankommen ist, Aufenthaltstitel ist, Strom, Wasser ist. Das zählen alle Immobilienmakler nacheinander. Aber es ist so, ich sag mal komplett Paket. Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr wegen sprachlicher Barrieren hier Probleme bekommen könntet. Ihr müsst nur bereit sein, am Meer zu leben. Am Meer. Wir zeigen euch auch das Meer, was in der Nähe ist, fußläufig zu erreichen. In diesem Sinne, das beende ich, aber am Anfang des Videos kommt nochmal ein Teil. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr eben das hört, werdet ihr auch das andere gesehen haben. In diesem Sinne, Freunde, Atoms hat sich zur Aufgabe gemacht, 2023 Immobilien zu präsentieren, wo Menschen aus deutschsprachigen Räumen keine Probleme haben, auch Aufenthaltstitel zu bekommen. Ansonsten würden wir so deklarieren, dass es eben ein Schnäppchen ist, die vielleicht zum Wiederverkauf ist oder Anlage ist, Wertanlage ist. Ansonsten, wer hier das Haus kauft, hat beides möglich. Man kann hier sein Geld aufwerten oder auch hier leben. Wir bedanken uns hier und sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, der Glückliche meldet sich so schnell wie möglich. Am besten diese WhatsApp-Nummer anrufen, die ist kostenlos. Bis dann, Freunde.